Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe in den letzten zwei Parts ein bisschen Probleme mit dem Mikrofon gehabt. Tut mir leid. Das ist Skype. Ja, Skype ist es. Bei Skype bei den Aufrufen immer, wenn ich mich mute, die Lautstärke und die Qualität runtersetzt, habe ich dann immer ein bisschen, ja, ein bisschen Probleme. Bisschen Soundprobleme. Und das muss ich immer wieder auf manuell wieder hochstellen, weil Skype natürlich das dann nicht mehr macht. Deshalb habe ich jetzt immer Skype aus, während ich aufnehme, damit das nicht mehr passiert. So, ich habe bei den Elite-Zyklopen-Krieger ein bisschen gelevelt und habe die zwei Äxte gefunden. Alle beide Schrott natürlich. Low-Level 42 und 46. Die Gegner sind ja irgendwie 50 oder so, aber geben solche Schrott-Items. Ja, ist nicht so gut. Also, hier wird gerade geschrieben, wir greifen das Aggersbock fort an. Oder eine will Aggersbock fort annehmen. Das weiß ich nicht, ich kundschafte mal aus. Außerdem wurde gesagt, dass die Eisen wirklich mich angreifen. Mich bevorzugen. Das ist jetzt kein Problem für mich. Es ist ein Problem fürs Video. Aber, ihr dürft aufs Video, ihr dürft bei mir zuschauen, ihr dürft bei mir mitgehen. Und, nur weil ihr Eisen sind, seid ihr nicht ausgeschlossen. Ich greife euch eigentlich ja nicht an. Ich habe es jetzt vorher einem gezeigt, dass ich nicht angreife. Und er hat mich dann ignoriert, also er hat mich dann, ja, gemerkt, dass ich nicht ihm angreife und hat dann weitergelevelt. So etwas, genau so etwas will ich eigentlich erzielen. Ich möchte jetzt nicht feindlich sein, weil ich Igen bin und dass die Eisen immer immer geplagt werden von Igen, weil sie nur unter 2 sind und so, kann ich leider nichts dafür. Ich habe Igen ausgewählt, weil ich sie noch nie Let's Played habe. Und im Herzen bin ich eigentlich noch Alse oder Syrte oder beide. Und ja. Ihr dürft mich gerne mal treffen, ihr dürft mir dann auch gerne eins rüberziehen, ihr dürft mich töten oder so. Am besten kann ich empfehlen, bei meinem Forum, das Forum ist in meinem Kanal verlinkt, gibt es einen Chat, da könnt ihr kurz schreiben, ja, ich hätte gerne, dass ich mit dich treffen kann, um irgendwie ein bisschen zu kloppen oder so, PvP zu machen oder einfach nur bisschen zeich machen, bisschen Blödsinn machen und können wir dann gerne machen, also so ein bisschen absprechen, weil ich in diesem Chat natürlich am meisten bin, weil ich ja das Forum leite, weil es ja mein Forum ist und unten ist ein Chat, da darf jeder posten und ja, muss einfach kurz anmelden sich, aber er musste die E-Mail nicht bestätigen, also ja, einfach so angemeldet und dann kann er posten. So, da kommt die X-Taube, die Taube und dann noch die X-Taube und das hatte noch die Y-Taube. Ja, und jetzt mit dem Schützen werde ich wahrscheinlich nicht leveln. Ich bleibe beim Baba, auch wenn er ein bisschen langweilig ist. Ich weiß nicht, ich mag Schützen nicht. Ich habe sie gesehen, ich habe sie ein bisschen beobachtet, ich mag Schützen nicht. Es wird wahrscheinlich nichts. Anders gibt's nicht, außer Hexer. Hexer sind mir aber auch ein bisschen zu blöd. Nein, sie sind einfach, wie soll ich sagen, für mich nicht gemacht. Ich mag zwar Kampfmagier in Games, aber solchen Kampfmagier mag ich nicht. Das ist das Problem. Und ja. Herb. So will der Herb. Wollen wir jetzt Herb gehen? Können schon Herb gehen. Ja, also soll ich hier unten durchgehen? Nein, das ist hier links. Ah, so gehen wir Herb. Ja, leider passiert jetzt gerade im Part nichts. Ich habe gedacht, es passiert jetzt endlich mal was.
wenn schon jemand schreibt, dass er irgendwann hin will, aber scheinbar ist der Anira auch nicht hier. Deshalb gehen wir mal her. Vielleicht ist dort was los. Ich kann es ja nicht wissen. Ja, also die Egen sind momentan nicht mehr on. Weiß es nicht, seit gestern Abend oder so sind plötzlich alle demotiviert und kommen nicht mehr on. Keine Ahnung wieso. Ich bin ja nicht so community verbunden. Es kann mir gerne jemand in den Kommentaren schreiben, die ein bisschen Verbundenheit haben. Weil ich ja eher der Aufnahme, der Kameramann bin und nicht der Community Manager oder so. Offiziell voll cool, krass. Nein, bin ich nicht. Und ja, ich halt auch noch nicht alle kenne. Also ich kenne viele, aber mit denen habe ich auch nicht so viel Kontakt. Also momentan habe ich sowieso nur mit Enter in Kontakt, die anderen sind alle offline. Und Kontakt habe ich eigentlich noch mit Xerdyf ein bisschen. Mit Sylvina. Icecomet habe ich schon Ewigkeit nicht Kontakt. Draco, da habe ich sowieso keinen Kontakt, weil er nicht so der Liebhaber von... Also, er mag mich nicht so. Elenia kenne ich jetzt auch nicht. Die anderen sind beim Beschi oder Jäger. Vor allem, oh nein, die habe ich gar nicht in Friendsliste. Die habe ich im Clan. Die, was die ja zum Beispiel. Genau, die sind ja im Clan. Die habe ich rausgenommen aus der Friendsliste. Okay. Die Mauersöldner. Okay. Kenne ich jetzt nicht die Gilde. Oder der Clan. Ja, jetzt gehen alle weg. Da ist Anira. Hallo. Und die Enten ist auch hier, super. Ich folge denen mal, oder? Den Nyx. Nyx habe ich noch Kontakt. Also, er redet viel mit mir. So. Wir gehen doch. Was wollt ihr jetzt? Jetzt kommt die alle wieder. Voll der Stau auf der Brücke. Hoher Stau. Stau auf der Herbrücke. So. Also, boah. Ja. So. Immer wenn ich die blöden Kommentare in das Chat denke, fragen sie mich immer, ob ich aufnehme. Jetzt nehme ich wirklich auf. Oh je. Ah, ich musste mich erfrischen. So, ich hatte ein innerliches Lachen. Jetzt habe ich es rausgelassen. So. Suche Barbleute für Tenax. Der Escoban. Ja, der hört sich an wie ein Baba. Escoban, der Baba. Gut. Also. Meine Damen und Herren. Schrittweise. Galoppieren. Alle in reinem Glied. Wir greifen an. Okay. Guten Abend. Jo. Oh Gott. Also, beginnen wir den Angriff. Yay! Los! Yay! Ich bin der Vorderste, der am schnellsten stirbt und... Ah! Ich will nicht zu Vorderste sein, ich will in der Mitte sein. Genau in der Mitte. Dann habe ich schönen Ringsumblick. Ah! Schaut euch an! Das nehmen wir aus, ja. Yes! Yes, Baby, yes! Schön, oder? Ah, tut es gut.
Wichser. Wichser. Sorry. Der Kitty ist auch hier und der Lockhead. The Crow. Alles bekannte Damen und Herren. Die Entein ist immer zuvorderst. So. Schön langsam. Wie gesagt, bei mir werden wahrscheinlich alle wieder auf mich gehen. Das ist ganz klar. Ah, lol. Oh. Bist du geflohen? Okay, da ist noch ein Beschium. Igen drin. Gut, schön, dass Igen drin sind. Da ist einer gestorben. Was ist? Wer ist das? Hallo? Kommt ihr nicht an, Sänger? Schade. Okay. Dann mal los. Da ist noch ein Wächter. Ich klopp ihn einfach an. Da ist noch ein Wächter. Die Wächter lassen wir in Ruhe, das seht ihr. Dann gehe ich mal schnell ein bisschen hoch. Da sind sie irgendwo. Ja, da sind sie. Alsen. Sie ist Stefan. Eigentlich will auch ihn. Ich will auch. Komm. Ah, ein bisschen schneller, hopp. Ja, der flieht jetzt natürlich. Nein, nicht töten, nicht töten. Nein, ich mochte. Ich wollte doch die Punkte haben. Nein. Da unten sind Gem. Ich kann ihn leider nicht angreifen. Ich brauche doch einen Schütze. Ich brauche doch einen Schütze. Komm, ich will hoch. Die Eisen dürfen das Fort nicht verteidigen können. Hey, hallo. Ich sehe nichts. Da. Ich töte ihn. Ja, ich töte ihn. Habe ich ihn getötet? Ich sehe nichts. Mann, ich muss zoomen. So. Schon besser. Da ist noch einer. Okay. Gut. Easy. Jetzt schreibe ich's die ganze Zeit die anderen und jetzt muss ich's schreiben. So. Und da drin. Oh, schaut euch mal die an. Kuckus. Jetzt muss ich wieder ein bisschen zoomen. 200 in 19 Minuten. Okay. Ich greife an. Ich greife an. Da unten ist einer. Da unten. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Nein, geht weg, geht weg. Oh Mann, ist er zu Spielverderber. Wir sind zu viele. Ich will auch Punkte bekommen. Einen Punkt habe ich. Da. 8 von 20. Gut. Einen Quest-Ding habe ich. Gut. Immerhin. Da hockt auch noch einer. Das ist der Bauzi. Aha. Hallo Bauzi. Tut mir leid, aber... ich dominiere gerade. Jetzt klatsche ich. Ich bin so unfair. Und dann noch zu einem Sirten. Es waren die Eisen, die mich immer wieder abgeklatscht haben. Aber die alle, es klatschen immer alle Eisen. Jetzt haben sie was auf die Fresse bekommen. Draußen sind die Damen und Herren. Okay. Aua, das macht weh. Stunnen, stunnen, stunnen. So. Bitte heilen. Bitte heilen. Ja, heilt am besten die, die voll sind. Oder die da, wo am Boden sind. Genau. Nicht mich heilen. So. Ich rufe mich auch ein bisschen aus, das wollte ich. Hyänen, mit Hyänen über Hyänen. Okay, jeder hat eine Hyäne, außer ich nicht natürlich. Ich weiß nicht, ob ich dann eine hole. Wenn ich die Kreditkarte hole, ob ich dann eine Hyäne auch hole. Aber ich finde sie wirklich jetzt etwas, was man wirklich nicht braucht. Aber pff. Naja.
Ich schaue nochmals. Ich glaube ungefähr... Ist die Hähne nicht das günstigste? Oder das teuerste? Ja, nein. Eines der günstigen. 4.004 Euro. Okay. Ja toll, stand doch nicht immer. Ah, ihr seid so blöd, Curly. Ihr seid echt blöd. Ja genau, fall doch noch runter. Fall doch noch runter. So. Ah, ich habe mich umgebracht. Ich war's. Ich habe mich umgebracht. Nein, ich wollte sterben. Ich wollte hier oben runterfallen, aber da habe ich gemerkt, ich kann durchs Tor. Wollte ich durchs Tor gehen, aber der hat mich auch vorher getroffen, ein Schütze. Und dann bin ich heruntergesprungen. Und bin dadurch gestorben, weil ich runtergesprungen bin. Ja, ich bin durch. Also, Schilddubon hat er geschossen und normalen Angriff. Dann hatte ich wenig Leben wahrscheinlich. Und dann bin ich durch den Schurz gestorben. Okay. Ich verstehe, es ging so schnell. Ich habe es nicht richtig gesehen. Also, ja, gut. Schön, dass ich wieder mal bei einer Schlacht mitmachen konnte. Auch wenn eben zu viele Söldner sind. Können wir es da nicht gewinnen, natürlich, aber ich habe sie wieder machen zeigen, das ist das Wichtigste. Ja, wir gehen jetzt zu den Trollen wieder ein bisschen weiter leveln. Und, ja. Warten, bis wieder etwas steht, wo wir angreifen können, damit ich auch noch ein bisschen mehr besser zeigen kann und nicht, ja, nicht, dass wir es gleich wieder verlieren, oder? Wir haben es eingenommen. Cool. Haben wahrscheinlich auch nichts bekommen, oder? Durch die Einnahme. Oder haben wir etwas bekommen? Mal schauen. Nein. Ja, Ignis erobert Herbert vor. Sonst vorne auch nichts. Nö, das sind wieder die Zyklopen. Also. Ja. Immerhin einer getötet. Immerhin etwas bekommen. Schon gut. Also, Fortschlachten sind für mich ja noch nicht so zu ändern. Also, dass ich irgendwas helfen könnte, viel oder so. Und etwas bewirken könnte. Aber ich möchte ja eigentlich dabei sein, wenn ich der Kameramann bin. Weil ich euch etwas zeigen will, euch etwas bieten kann. Will, aber nicht kann, sozusagen. Und ja, jetzt haben wir wieder etwas gesehen und das freut mich doch. Das freut euch wahrscheinlich auch, obwohl es eben nichts wert war für die Syrten, für die Igen, weil die Syrten halt zu viele sind. Okay. Ich habe ja noch gedacht, dass ich mal den Beshi weitermache, aber der wird dann auch immer, da werde ich auch immer angegriffen, deshalb bleibe ich beim Baba. Ich entscheide mich jetzt wirklich nicht für eine andere Klasse, da habe ich keinen Bock. Aha. Schaut euch mal das an. Schaut euch mal an, hä? Schon wieder am Verhandeln, hä? Sie kommen aber nicht, hä? Doch, sie kommen. Sie greifen mich an mit 118 Schaden. Ah nein, das ist der Puma. Jetzt dachte ich schon, der hätte mich noch geschossen. Ab diesem Mann zwei Barbaren, glaube ich. Lol, der Puma hat so... Schaut euch an, wie der glitscht. wie der ausgerutscht ist und so. So. Also, da ist der Ding. Da sind sie. Déjà-vu. Ich war auch mal bei Déjà-vu. Ich helfe ihm nicht. Ich habe. So. Jetzt kann ich. So.
Sehr schön, jetzt habe ich noch einen Eisen. Oder? Ja, noch einen Eisen. Ich muss die Bestätigung bekommen, deshalb. So. So habe ich vom anderen nicht bekommen. Der hat sich ausgelockt wahrscheinlich. Hä? Okay. Nein, das weiß ich jetzt nicht. Lone Ranger. Hat es plötzlich aufgehört? Da habe ich zu wenig Schaden gemacht. Der Schlitten. Den Schlitten möchte ich sehen. Komm ein bisschen schneller. Ich möchte den Schlitten anschauen. So. Ach, zeig den Schlitten. Oder, ja, da ist der Schlitten. Vela. Ah, Vela hat einen Schlitten. Cool. Sehr schön. Cyber hat auch einen Schlitten. Das ist nur ein... Oder ist das ein Reittier? Skin oder Reittier? Oder Reittier-Skin? Skin für ein Reittier. Nein, es ist, glaube ich, ein Reittier. Und war... Wann war das? Nicht diesen Winter, oder? Nicht diese Weihnachten. Aber wahrscheinlich sehr, sehr teuer gewesen. Also zum Beispiel Helion ist wieder so etwas, was teuer ist. Zwar nicht mehr so teuer, der war ja mal 45, also sogar noch mehr. Jetzt ist er, glaube ich, 30.000 geworden. Oder ist jetzt nicht mehr 30.000, jetzt ist er wieder 45.000, müssen wir gucken. Reittier. Ja, 45.000 ist er wieder. Ja. Aber er war ja wegen dem Patch, also beim Patch wurde so, weiß nicht, Sale einfach. Und, ja. Schön viel Schaden. So. Er ist schneller dort gewesen, als mein Donnerschlag ready war. Wieder nichts bekommen, okay. Ich muss unbedingt Blutwurst und so auch anhaben, damit ich die genug treffe. So. Ja, haut doch nicht immer ab, damit ich den Wächter auch angreifen kann. So. Das war mein Wächter. Den habe ich schön getötet. Diese Wächter sind easy, aber die Ritter sind problematisch bei mir. Nein, ich habe ihn nicht. Schade, wieso greift die nicht an, wenn die doch seht, dass dort ein Riese ist? Die sind immer zusammen. Schaut euch die das mal an. Wir Engen haben keine Chance mehr. Die ganze Zeit sind die zusammen. Frechheit. Es hat einfach nichts mehr mit drei Frontenkrieg zu tun. Es hat zwei gegen ein Frontenkrieg. Das ist es. Das ist genau das. Champions of Regnum ist kein Drei-Fronten-RVR-Spiel mehr. Als wir noch die Unterstützung von Alysios hatten, ist es genauso gewesen, oder? Die Eisen haben also immer einen Verbündeten sozusagen. So. Boah, wie viel Erfolg. So viele Erfolge. Danke, darf ich endlich mal wieder.
jetzt kommen sie wieder. Das ist alles Cooldown natürlich. Es ist irgendwie nicht das Spiel, das mich manchmal so fertig macht und fortschlachen, sondern die Aufregung. Ich will einfach, ich bin halt einer, der nicht gerne stirbt. Und da achte ich immer wieder und bin jetzt so ein bisschen sehr angespannt. Schau, wie der gebufft wird. Da hinten sind sie. Der da? Der Hellhound. Der Hellhound, der ist alles so gewesen. Also den kenne ich von Ninken nicht. So, schön, eine schöne Schlacht, wirklich. Die Eisen machen das tiptop. Und sind halt ein bisschen sehr unterlegen. So. Jetzt gibt's eins auf die Kloppe. Ich will wieder ein paar Eisen töten. Ich muss unbedingt noch ein paar Eisen haben. Ja, das ist natürlich klar, dass wir gestunt werden hier. Ich will einer der obersten sein. Ich will es natürlich zeigen. So, aber die sind alle tot, oder? So, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wo die hin sind, aber ein paar sind ins Tor reingegangen und dann sind sie tot. Das kann ich wahrscheinlich nicht. Kann ich immer noch nicht machen. So, ich töte die einfach. Ja, treffen ist Kunst. Da musst du noch ein bisschen üben, Drago. So. Danke. Jetzt haben wir nämlich einen genommen. Der Wächter, er sieht immer so aus, als würde der Wächter den Eisenwächter töten, oder? Immer hier hat's Grafikfehler. Das ist so genial. Immer hier. Manchmal sind Kisten schwarz, wie jetzt. Manchmal dieser Teppich. Der Teppich flimmert immer. Immer hier. Cool. So, der Grasi. Aktive Sterbehilfe. Heißt der Clan. Da hinten sind sie. Martin Luther King. Kartoffelsuppe. Also Kartoffelsupp. Elfix. Cool. Tocho. Der Plauhirn. So. Ja. Ah, Mann, oh. Manchen vorkommen dort schräg drüber. Aber hier fällt man runter. Das ist das Blöde. Beim Herbrett vor fällt man auch runter. Immer diese Abkürzungen, die ich nehmen muss, sind immer so gefährlich. Die sind immer so gefährlich. Oh. Also, wir haben leider... Zeit läuft ab. Also, 29 Minuten haben wir. Deshalb... Ja. Abschlussding machen. Wir verlieren das Fort wahrscheinlich jetzt dann noch. Weil zu viel Eisen unterwegs sind. Aber auch wieder schön hübsch, dass wir es eingenommen haben. Und zwei Eisen getötet haben nur. Die anderen zählten ja nicht mit, weil ich scheinbar zu wenig Damage gemacht habe oder sonst irgendwas. Mir ist leider momentan halt nicht so gut mit der Konzentration gewesen. Tut mir leid. Ja, es ist schon extrem, wenn ich dann heimkomme und einen aufnehmen muss. Und dann ist direkt... So viel Stress durch, ja, ich will nicht sterben und
solche Sachen da, aber ja. Hat mir Spaß gemacht, euch hoffentlich auch, und je stärker mein Charakter wird, desto cooler wird es. Also seid dran, bleibt dran und Dankeschön fürs Schauen. Tschüss!